So. Also wenn ich hier irgendwelche Mage-Sachen bekomme, wäre Mage, glaube ich, nicht so bad. Das Calculate Loss, ne? Wenn wir irgendeine Reroll kommen. 3, 4, 5. Wir verlieren, oder? Sag mir, wir verlieren gegen jeden. Oh, doch, wir verlieren, glaube ich, gegen jeden. Pff, nicht gegen den, nicht gegen den. Gehen wir Risiko oder nicht, Chat? Vielleicht sind wir auch noch Karma oder so. Karma Espel, ich nehme den mal mit. Einmal kann auch raus, ne? Spiel ich eigentlich nicht. Einmal Reroll spiel ich eigentlich nicht. Das ist der, den ich besiegen kann, da sogar. Oh, let's go, let's go. Geile Lulu-Ulti, Alter. Geile Lulu-Ulti von dem. Let's fucking go. 3, 5, 7, 8, ne? Ich glaube nicht, dass wir jemals hier Heimer spielen. Ich muss einmal aufs Game machen, Chat. Calculate Loss habe ich. Das ist auch das erste Mal, dass ich das Calculate Loss spiele. Raus. 10 Gold. Ich bin kein Special Karma hier, oder? Hä? Was ist das? So. What is this chat? Verkauf die, ne? Verkauf die, yo, ne? Was bin ich jetzt hier überhaupt? Erstmal Rage Bait, das ist flexibel. Wir verlieren, das wäre sehr gut. Ein Unit killen. Wir sind keine Nele hier, glaube ich. Das wird schon eher Varus, denke ich. Wenn ich kann. Jetzt mal Rage Bait, ne? Jetzt mal Rage Bait, glaube ich. Ja, ich denke, wir sind Varus, wenn wir können, diese Runde. Assassin, Nami. Bekommt er das? Nee, ne? Der ist. Der ist Saya. Der ist Nele. Der hat Cloak genommen, aber. Warum? Quicksilver? What? Der ist Nami vielleicht. Der ist Rice eventuell. Und der ist noch offen, ne? Das sind wir. Ich möchte Vladimir gar nicht haben. Oh, das Ding mit Astral ist ja insane eigentlich. No? 2, 4, 6, 7, ne? Können auch alle raus. Sind wir Nearly oder was? Wait. Oh, der eine ist Nearly, Mann! Der eine Typ ist Nearly, ist das Ding. Scheiße. So. Dance Styles. Ne, der hat noch nie Nidalee gespielt. Der hat noch nie Nidalee gespielt, eigentlich. Ich muss mich schnell entscheiden. Räumen wir jetzt runter oder nicht? Ich suche noch Elise Trash. Elise Trash. Into Taric. Into Nico Gnane. Ne, noch ein Ding, das brauche ich nicht. So viel kann ich schon mal sagen. Ja, der guckt die ganze Zeit. Der ist Nearly, 100%. Wenn er nicht Nearly wäre, würde ich nicht so oft gucken. Vladimir brauche ich nicht. Fuck it, contested. Sparta? Was mache ich aus Sparta hier? Mage? Ich glaube, ich einen Mage mache, oder? Twitch mitnehmen sollen. Let's go, wir rollen runter. Ich bin fast fertig hier. Ich hab noch nicht mal gerollt. Das Ding ist, ich hab noch nicht mal gerollt, Alter. Ich war einfach fertig schon. Aber wir können Guardian herausbauen. I guess. Ich meine, ich kann immer noch auf Varus gehen und später wechseln. Aber. Was ist der andere?
Na, der skippt, der skippt, der ist Astral, der ist Astral, der wechselt, easy. Der weiß, dass wir Alpha sind. Okay, was mache ich als Spartler hier, Chat, für mein Team? Ich glaube nicht, dass wir hier Guardian machen. Fuck it? Was hab, wann baue ich sonst ein Item daraus? Oh, ich muss 4 Bruiser. Ah, oh, ne, ne, 4 Bruiser brauche ich nicht. Let's go. Wann baue ich sonst ein Item daraus? I don't know, man. Ja, dann scheiß auf Varus, würde ich sagen. Wait, hier kann ja drin Shapeshifter drin sein? Ja, ne? Ja, oder? Ne, das ist besser. Ich habe ja, ich habe nur diese Synergien auch. Kann da Shapeshifter drin sein? Nein? Oh, na gut, dann nehmen wir es vielleicht auch nicht mit. Reroll ich das? Ich glaube, es ist not bad. Ich glaube, es ist not bad für mich. Geht das nicht gut? Ja, gut. Whatever. Ja gut, whatever, whatever. Whatever. Ich hab eigentlich auf Guardian gehofft zweimal. Whatever, bro. It's okay. Also ich hätte am liebsten 4 Guardian gehabt. Ich hätte am liebsten eine Guardian. Ja, eine Guardian für 4 Guardian. So, das hätte ausgereicht. Ja. Lass uns aber schnell 7 pushen. Let's go. Build different kommen? Build different ist, glaube ich, zurzeit eher schlecht. Dark Side. Hab ich, ja. Ich kenne keine. Vielleicht kennt einer meiner. Vielleicht kennt einen Zuschauer hier eine gute Build Diff kommen, kann ich nicht so sagen, aber ich kann ja keine sagen. Spielt keiner, noch nie gesehen. Könnte Braum gleich reintun, ne? Aber ich suche Elise hier. Dann Braum auf 7. Nico und so auf 8 halt zusammen. Und mir ist auf 4 Garden am Ende, aber mal schauen. Ich kann nächste Runde 7 gehen, 4 Guardian, warum nicht? Und ich muss es so machen, ne? Ich möchte, dass der Trash hier oben links hook. Ich möchte diagonal vom Gegner, wobei, erst am Ende. Erst am Ende, wenn ich ganz viele Minis habe. Damit die Nierlese rumlaufen kann, weil ansonsten läuft sie jetzt direkt zum Target. So. Okay, dann Braum auf 7. Sobald ich Nico hab und Elise hab, können wir Shapeshifter spielen. Ja. So, mein Team ist sehr tanky, ne? Ich brauche so viel Damage, wie es geht. Ich möchte eigentlich kein Hand of Justice bauen, ne? Ich möchte Bath bauen für Giant Slayer oder Deathblade. Ansonsten Bluff oder Cloak für Quicksilver. Was macht nochmal Shapeshifter? Shapeshifter erhöht dein HP, sobald du dich transformierst. Und die Shapeshifter haben normal irgendein Spell, der dich halt transformiert. Ne? Nähe dir zum Beispiel in Kuga-Form. Oder so. Nimmt der Saiya nicht mit? Okay. Oder wie machen Kuga? Raw, raw? Oh, was ist klar? Ich mal BF gewirkt. Deathblade Giants, I don't care. Benitech notfalls von mir aus. Zu früh gerollt, zu früh gelevelt, ne? Anything. Und warte ich und dann level ich 10 Sekunden davor. Actually true rolling. Dann brauche ich nicht. Ergibt Hextech Gambit auf Yone Sinn? Also BT ist besser, aber du kannst auch Gambit oder Hand Justice bauen, Nalakesh. Die Healing Items wurden so geändert, dass du jedes Item hin und her wechseln kannst, wie du möchtest, ohne große Probleme. So, halt Terminator. Ja, ich teste ihn noch aus und danach kann ich sie hinzufügen. Terminator. So. Hab gerade so richtig Bock auf eine richtig nice Currywurst mit Pommes. Ich hab so richtig Bock, den ganzen Tag bei dem guten Wetter zu streamen. Wo ist meine Nile hin? So. Ja, ja, das ist quasi mein Healing-Item. Dann brauche ich auch kein BT. Willst du für Nile Ashwell kommst auf 4 oder 5 rollen? Du willst auf 4 auf jeden Fall rollen. Nicht unbedingt auf. Also bis 35 mindestens. Danach musst du entscheiden, ob du noch mehr rollst. Dir fehlen noch 3 Ashwells, 3 Niles. Also dir fehlen 3 Ashwells, dann rollst du weiter. Mit den 35 Gold. Die fehlen, ja, bei Nierli ist ja egal, du hast ja Astral, du hittest 100%. Wenn du nicht hittest, hast du irgendwas komplett falsch gemacht. Also ich weiß nicht, wie man mit Astral Nierli 3 nicht hitten kann, ein Stage-Ding. da muss man schon richtig begabt sein, glaube ich. Oh, ich muss Skarner in die Mitte tun, ne? Damit Nico Skarner HP übernimmt, richtig. Ah ne, ich muss Nico einfach dahin tun. Okay, was habe ich hier?
Ach, Giant Slayer. Oh mein Gott, ich habe mich fast missklickt. Alter, ich habe mich fast missklickt, yo. Okay, Hand Justice wäre fein. Ich gebe schon mal Glove, ne? So Quicksilver oder Hand Justice notfalls. Ja, ich gebe schon mal Glove, ich meine, ich kann jederzeit Quicksilver rollen, ohne Probleme. Die Frage ist jetzt nur, wen gebe ich hier? Tier? Skarner? Das hat Mana Lock, ne? Denn der Ulti. Ja, wir bauen Quicksilver 100%. Glove ist weg. Wenn ich den falsch, wenn ich den falschen sehe, Quicksilver ist Pflicht. So. Blue of Sona. Also ich tue Elise rein. Auf Level 8 könnte ich Braum rein tun. 4 Guardian noch. Oder ich hätte Shyvana. Wenn ich Shyvana hätte, dann spielen wir 6 Shapeshifter. Trash hat Full Mana. Startet mit Full Mana. Das bringt ihm nichts. Also nicht allzu viel. Big Friends ist fein, ne? Ja, Big Friends ist fein. Die Frage, was ist besser? Celestial Blessing wäre auch Ordnung. Ist quasi ein Blutdüster. Also quasi hat man in Nile ein Blutdüster mehr. Ist auch nicht schlecht. Aber Big Friend. So viele bekommen Big Friend Buff, ne? Ist eigentlich insane. Actually insane. Oh mein Gott, meine Nele steht so scheiße. What the fuck? Der hat kein Big Friend. I'm trolling. Jetzt von 6 Guild habe ich schon ein paar Mal gesehen. Also, wenn du am Wunschschicken bist, Talonflöhe hast und so, sieht es eigentlich solide aus. Und schon ein paar Guild Emblems. Also, gestern habe ich noch gesehen, Guild Emblem auf Saya mit Twitch. Und dann halt 6 Guild. 6 Guild, Qiyana als zweiten Assassin. Mit Ornn noch drin. Ornn und Sylas hatte der, glaube ich. Irgendwie sowas. Sah nicht schlecht aus. Wird der Big Friend Buff nicht visualisiert? Wie Best Friend? Doch, am Anfang des Fights. Entweder so. Oder ich stelle so auf. Ach, ich muss hier. Ich stelle so auf, okay. Okay. Echt, wie habe ich letzte Runde aufgestellt? Weiß es einer noch? Ich will gerne das Positioning wieder machen. Scheiße. Ich muss gleich in meine Wiederholung reingucken. Ich glaube, das Positioning war schon ziemlich gut. Weil durch das Positioning läuft meine Nierle so nach rechts. Guck im Clip. Ah ja, mache ich gleich. Ja, mach ich. Danke dir. Danke für den Clip von vorhin. Aber so kann sie nicht so gut nach rechts laufen, glaube ich. So ist sie stuck hier. So kann sie nicht den Gegner cheesen ab und zu. Wir sind Last Pick, ne? Brauchst du Sparta für irgendwas? Nein, oder? Sowieso weg. Double Tier. Double Tier. Cloak, nice. Kriegst du aber. Dann mach ich aus dem Tier Redemption. Redemption. Redemption eigentlich hauptsächlich, ne? Let's go. Let's go Level 9. So. What do you mean, Medo? So. Okay. Ist das hier erstmal mein Positioning? Because NA is too strong. Medo. I think it's hard to play a West Game, I just did. Der hat gepivotet oder so, ne? Der hat die Pivoter. Oder sowas, da bin ich noch nicht ganz sicher mehr. Können wir gewinnen? Nee. Von was wurde ich zerstört, Chat? Wie hat der mich zerstört? 9 Jahre. Wie viel Damage machen die Statuen eigentlich dann? 33% ihres Lebens. 33. Das ist True Damage? Das ist Magic Damage. Okay. Vielleicht müssen wir doch selber Seite wie die. Okay, ich gehe euch 9 und pushen. Ich roll einfach dann. Ja, ich gehe 9. So, ich hätte Shyvana und Swain. Level 9. Swain rein. Shyvana rein für wen? Shyvana rein für Skarner und Illaoi. Ja, das wäre mein Team. Alles klar. Ja, das wäre mein Team. 2 Bruiser, whatever. Who cares? Was ist das? Free. Ah, ich habe mich die ganze Zeit gewundert. Warum leuchtet das so hier? Ich nehme mal mit, ne? Shroud, Quicksilver. It's not bad. It's actually not bad. Sekunde. Okay, diesmal Shroud benutzen Solo. Solo! Du hast Shroud. Nicht vergessen. Okay? Du hast Shroud. Du warst. Echt? Du hast Shroud. Oh mein. Alter Mann. Leck mich gut ab, Chat. Macht Skarner überhaupt Damage, Chat? Weiß es einer? Macht der Schaden bei Wayne? Nein, oder?
Aber ja, aber es gibt, du, gefühlt kannst du alles spielen zurzeit. Aber wenn du dir die Ranglisten anschaust, ist Anfang der Season, klar. Aber es gibt wirklich so viele Sachen. Sehr schwierig, es einzuordnen hier. Du kannst wirklich zurzeit alles spielen. Like, no joke, du kannst alles spielen. Durch Augmente war es schon immer so, dass du halt, durch Augmente kannst du halt, kannst halt manche Sachen spielen, die eher so Tier 2, Tier 3 sind, aber durch Augmente werden dann Tier 1 und so. Weißt du? Aber das ist jetzt am Anfang der Season nochmal extremer, weil noch nicht alle wissen, was gut ist. Balance-Patches kommen ja auch noch erstmal, aber zur Zeit fühlt sich wirklich alles geil an. Aber ja, also gefühlt kannst du wirklich alles spielen gerade. Wo ist mein. Aber ich suche einen vierten Guardian, ne? Ach, nehmen wir nicht ab. Ich sehe eigentlich nie zweimal voll dieselbe Kombination. Du kannst alle spielen. Nicht nur, weil es Anfang der Season ist, also auch weil es Anfang der Season, aber es hat wirklich krass. Ist das mit dem Item-Build ja auch, sage ich dir die ganze Zeit, ne? Die Item-Builds für alle Carries sind gefühlt so flexibel. Du hast locker für jeden Carry mindestens 5, locker mindestens auch irgendwie 8 oder sowas. Das heißt, du kannst einfach irgendwelche Items slammen. Dann guckst du halt, ne? Habe ich ja gestern im Turnier auch mal gemacht. Ich habe mal das gespielt, was ich bekommen habe, pivotet immer und einfach geslammt. War jetzt nicht erst unbedingt häufig, aber ne, für Top 4 und so. Top 4, Top 6 reicht aus dann am Ende. Aber Combs forcen könnt ihr auch, so ist nicht. Warum Soli nicht gut? Macht nicht genügend Schaden. Macht nicht genügend Schaden, stuck auf Tanks. Wird CC'd am Ende. Ja. Der andere. Soraka für Taric? Das wäre okay. Wo ist Taric eigentlich? Ja, wo steht Taric überhaupt? Deswegen, ich würde gerne viel Guardian spielen. Ich tue Bart. Ah, scheiß auf Targal. Ich meld auch nicht. Das ist Soraka, Suckballs, ne? Der Trash ist toll, Alter. Ich bin Level 9. Ich bin Level 9 mit Bart. Wie soll ich Trash 2 hitten? Jemals in meinem Leben. Morale ist fein, ne? Ich hab noch kein Healing Reduction. Oh. Ja, ich habe noch nicht mal Elise 2, sehe ich gerade. Bruiser auf Nico for now. Oh, actually, ich wollte eben Morello geben, ne? Schon. Morello hier, ne? Morello Shyvana einfach vielleicht. Ich brauche einen Swain noch, richtig? Was tue ich denn raus? Was habe ich vorhin gesagt? Ich tue Bart. Ah ja, ich tue Bart und die Bruiser raus für Shyvana und Swain, ne? Das habe ich gesagt. Und Morello Guardian und so bekommt einfach meine Shyvana. Ist okay, glaube ich. Hat auch Shyvana? Ne. Ja, der Spieler zerstört mich hardcore. 9 Jahre, broken, einfach. Ich muss einmal Swain finden hier dann. Ah, da ist Swain. Da ist Swain, Chatbox. Wird noch weiter rollen können, ein bisschen. Die 2 Gold können die auch behalten. Ja, so 2, ne? Scheiße. So. Ist das mein Team? Ja, so 2 will ich auch spielen. Aber das aber mein Team vielleicht, ne? So, Nico, carry me. Ja, das ist zu stark. Kann ich hier irgendwas noch raustun? Oder ist das legit mein Team? Dritter Jade. Soraka ist okay, nehme ich an. Okay, die raus. Scheiß auf Yasuo. Ich hole mir das aus. Ich weiß nicht, ob 6 Shapeshifter wirklich gut ist. Wenn du Shyvana raus tun, Yasuo. Bart rein. Wäre auch nicht schlecht, ne? Scheibenkleister. Ah, fuck. Ah, fuck. Ich nehme den mit. Ich spiele den vielleicht. Ich spiele den einfach vielleicht. Du, du,
So. Yasuo 2 mit Bruiser Emblem. Oh, Yasuo 2 mit Nico-Items. Oh, Yasuo 2 mit Nico-Items. Okay, wir brauchen neue Nico. Das sind ziemlich gute Yasuo-Items. Ja, let's go. Machen wir es so. Probier mal 6 Shapeshifter aus, aber keine Ahnung, ob das gut ist. Oh, Shyvana 2 wahrscheinlich oder so. Beziehungsweise der. Wait, schon wieder. Nee, der. Oh, der verliert. Perfekt. What the fuck? What the fuck? Vanille ist stuck hier, ne? Stuck hier und der Shiryu killt mich einfach richtig. Der Shiryu Hardcore zerstört mich richtig. Pogu? Ist das Soraka hier? Was hit mich? Hä? Hab ich Soraka hier? Okay, Yasuo muss drin bleiben. Yasuo muss drin bleiben. Was mache ich mit dem Rest meines Teams? Die große Frage. Yasuo muss aber fett drin bleiben hier. Okay, Nico-Items auf Dingens halt, sobald ich kann. Okay, ich habe versucht zu predicten. Danke, hallo. Danke auch für 8 Monate. 2, 6, boah, 7, boah, 8, ne? Danke auch für den Twitch Prime. Alle Don-Monster auch. Elise Swain raus für Yasuo Pike Bart. Elise Swain raus für Yasuo Pike Bart. Mann, ich lass mal so. Weiß nicht, wie gut. Ist Sex Shapeshifter gut? Ich meine, wenn ich hier nicht Yasuo hätte, wäre Elise so ganz gut, ne? Für Dingens. Whisper und so auch noch. Der so Shroud eigentlich. Der so Shroud gegen mich hat. Habe ich Shroud. Braucht den Finn Tash? Nö, ne? Ist auch useless Finn. Perfekt. Okay. Ich schaff das doch gar nicht, Mann! Bist du? Nein, ich kann das nicht. Mal. Das geht. Zwei nach links. Oh, fuck. Nein, Mann. Gib mir einfach Nico's Help. It's okay. It's okay. Ich denke, der Play ist okay. Und ich kann noch überleben bis Stage 6, 7, neutrale Runde. Und in der neutralen Runde könnte Nico's Help drin sein. Okay? Das ist die Begründung oder so. Okay, spiele ich hier Double Yasuo? Brauche ich den überhaupt irgendwie? Irgendwann? Auch nicht wirklich, ne? Wir gewinnen. Shyvana carried. Actually, Shyvana 2 Diff. Shyvana 2 so krass stark oder was? Okay, Shyvana 1. Was? Shyvana 1 suckt. Okay, Shyvana 2. Unable. Suche Nico 2 auch wieder, yo. Mach so, ne? Eins weiter rechts, it's okay, whatever. Oh, der hat actually alles wieder umgestellt, instant. Gut. Okay, ich lasse einen Shroud in der Mitte, den Rest muss ich dann so bewegen. Ob ich mich wieder verarschen lasse von dem. Yasuo muss gleich raus, eventuell, ne? So, okay, dann Carry's tot. Game ist vorbei. Game ist vorbei. GG. GG. Oh, okay. Let's go. Wie hat Soraka gehittet? Ich hätte mal nachgucken sollen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr gerne stellen.